Alt, einsam, depressiv. In Mecklenburg, wie überall in Deutschland, leiden immer mehr Menschen an seelischen Erkrankungen. In den bundesdeutschen Psychiatrien werden die Betten knapp. Also wir haben aus allen Schichten haben wir Patienten. Was haben wir heute für ein Datum? Ach du lieber Himmel, da fragen Sie mich aber jetzt. Wir wollen ja eine frontotemporale Demenz ausschließen und ich kann jetzt keine frontotemporale Degeneration erkennen. Könnten Sie einen kleinen Moment draußen warten? Dann? Das sind 54 Patienten, die ich hier im Heim betreue. Im mecklenburgischen Güsthoe ist Dr. Stefan Schröder Chefarzt der Psychiatrie. Ja, haben Sie die der Mann ist viel beschäftigt. Machen, ja? Alles klar, dann kommen wir jetzt hoch. Danke, Frau Kietzmann. Kann man seelische Erkrankungen heilen? Und wie sieht es auf einer geschlossenen Station aus? Einblicke in den Arbeitsalltag eines Psychiaters. Für Stefan Schröder beginnt der Arbeitstag zeitig. Um 6 Uhr verlässt der Arzt das Haus. Schröder liebt seinen Job, auch wenn er täglich mit verzweifelten, hoffnungslosen, nicht selten lebensmüden Menschen zu tun hat. Kraft geben ihm sein Humor und ein wenig auch der Glaube. Also ich bin jüdischer Protestant mit buddhistischer Überzeugung. Und das ist gut, also es hilft. Gläubig sein und verheiratet sein hat eine antisuizidale Wirkung und das ist gut. Also zur Suizidprophylaxe kann ich das empfehlen. Die KMG-Klinik in Güstrow, unweit der Ostsee, ist der größte Arbeitgeber im gesamten Landkreis. Hier ist Dr. Schröder der Provinz-Irrenarzt, wie er sich selbst gern bezeichnet. Jetzt gehen wir auf die Station F7. Hier sieht man auch schon ein bisschen, hier geht es zur Psychiatrie. Das ist hier die F7, ist ein Teil der Psychiatrie. Auf der geschlossenen Station wartet die erste Patientin des Tages. Eine 50-jährige Patientin mit schwerer Depression ist hier. Ja, hallo. Guten Morgen. Kommen Sie, setzen wir uns mal hin an den Tisch. Vor 19 Jahren starb der Verlobte von Petra. Ein Verlust, über den sie nicht hinwegkommt. Eine solch lange Trauer und die Schwere der Depression sind ungewöhnlich. Seit einigen Tagen ist Petra nun in der Klinik. Hier im Krankenhaus bin ich seit vorher Woche Dienstag. Also eine gute Woche jetzt. Hat sich schon was getan? Hat sich was gebessert? Nein. Nach wie vor geht es Ihnen sehr schlecht. Ist es so schlimm, dass Sie eigentlich auch gar keine Lebensfreude mehr haben? Nee. Ja. Sogar lebensmüde Gedanken haben auch? Sie haben 3 Todesfälle gehabt in den letzten Jahren. Und sind nicht drüber weg über diese Todesfälle. Vermissen diese Menschen und sind nicht im Reinen mit ihrem Wegsein, oder? Das ist das, was Sie bedrückt. Ist das der Grund eigentlich für Ihre Verzweiflung? Dass sie so alleine sind und diese Menschen so vermessen. Ja. Unsere Aufgabe ist, sie zu unterstützen, dass sie diese 3 Menschen loslassen können. Ihren Verlobten, ihren Bruder und ihre Schwester. Weil wir können es ja nicht rückgängig machen, oder? Nee. Die einzige Chance ist, das anzunehmen. Da habe ich kein Taschentuch, leider. Haben Sie eins? Ja. Das Weinen ist ein gutes Zeichen. Mir hat meine Patientin gesagt, Herr Doktor, ich habe trockene Tränen. Geht das? Wie bitte? Wie geht das? Das geht gar nicht. Depressiven haben oft gar keine Tränen. Und sie haben Tränen. Sie sind traurig auch, oder? Und Trauer ist ja nicht Depression. Trauer ist zum Beispiel in Ihrem Fall, weil ein Verlust geschehen ist. Sie fehlen, oder? Die fehlen Ihnen, diese 3 Menschen. Sie lieben diese 3 Menschen. Depression ist vielleicht eine Aggression nach innen auch. Oder? Sie ärgern sich auch, oder? Das ist irgendwie eine Sauerei. Die sind einfach weg. Am Ende des Gesprächs zeigt Petra ein Foto ihres Verlobten. Noch glaubt der Arzt, das Nicht-Akzeptieren der Todesfälle sei Ursache für die Depression. Doch plötzlich spricht sie vom Hass auf ihren Vater. Eine Bemerkung, die den Arzt aufhorchen lässt. Dr. Schröder hat einen schlimmen Verdacht. Missbrauch in der eigenen Familie. Ich wollte Sie noch mal auf die Sache mit dem Vater ansprechen. Wie alt waren Sie da? Von 7 bis 12 Jahren. Sexuell missbraucht. Geschlechtsverkehr mit Ihnen gehabt, oder? Über 5 Jahre. Und wie oft?
immer abends. Jeden Abend, oder? Ja. Oh Gott. Wusste die Mutter davon? Sie hat immer so getan, als wäre sie nicht spät. Aber Sie haben das Gefühl gehabt, sie wusste schon, oder? Sollen wir Ihnen noch mal jemanden schicken, der so ein bisschen, wo Sie eine Krankenschwester vielleicht... Der Vater wurde von der großen Schwester angezeigt und ging ins Gefängnis. Um Petra hat sich seitdem nie ein Therapeut gekümmert. Könnte gerade noch mal jemand nach ihr gucken, weil sie so ein bisschen, sie ist so ein bisschen jetzt aufgemischt von dem Gespräch. Könnten Sie vielleicht noch mal reingehen zu ihr, oder? Danke. Dass Petra in einer derartigen Ausnahmesituation Hilfe erhält, kann für die Kranke überlebenswichtig sein. Einen ähnlichen Fall hatte Psychiater Schröder schon einmal erlebt. Jetzt kommen wir gleich an einer unangenehmen Stelle vorbei, weil da eine Patientin sich direkt nach der Visite suizidiert hat. Ich bin jetzt 30 Jahre Psychiater und das habe ich noch nie erlebt. Die ist da aus 10 Meter Höhe gesprungen und aufs Gesicht gefallen, was auch nicht schön ausgesehen hat. Man sieht, wenn man genau hinguckt, auch immer noch, wo wir zum Entsetzen der Spurensicherung schon gleich alles aufgewischt hatten. Hier unten ist sie. Siehst du die Stelle, wo es so gewischt worden ist? Wie gehen Sie damit um, dass eine Patientin, die Hilfe suchen, zu Ihnen kam, sich danach umbringt? Ja, mir ging es nicht gut. Ich habe die Seelsorgerin angerufen, wir haben eine neue Seelsorgerin im Krankenhaus, und habe gesagt, sie muss sofort kommen. Dann hat sie gesagt, sie hat keine Zeit, sie ist alleinerziehend und hat an diesem Freitag keinen Dienst gehabt. Dann habe ich gesagt, das ist mir völlig egal. Ich brauche jetzt seelsorgerische Hilfe und mein ganzes Team und sie muss kommen, und dann kam sie. Stefan Schröder ist seit 10 Jahren in Güstrow als Chefarzt tätig. Zuvor war er Psychiater in Stuttgart und Bochum. Arzt sein ist in seiner Familie Tradition. Das ist mein Opa Albrecht. Der war Hausarzt in Stuttgart-Bad Cannstatt. Mein anderer Opa war auch Arzt, Woldemar von Hübschmann. War auch Hausarzt in Kitzing. Und Woldemar von Hübschmann ist Bechterew Schüler gewesen, ist in Petersburg geboren und ist durch die russische Revolution vertrieben worden als Adliger. Ist im Baltikum gewesen, wo meine Mutter geboren wurde, meine Mama, auch Ärztin. Seine Tochter. Und meine Mutter ist Analytikerin gewesen, Psychologin, Doktorin der Psychologie, Doktorin der Medizin, Analytikerin. Und Woldemar von Hübschmann war habilitiert in der Psychiatrie in Petersburg und ist dann aber Provinzirrenarzt geworden, so wie ich auch. Mein Papa war Chefarzt, da habe ich jetzt leider nicht so ein großes Bild, da musst du vielleicht ein bisschen näher hingucken. Das ist mein lieber Papa, Professor der inneren Medizin, Joachim Schröder. Er war Chefarzt im Bürgerhospital, war 16 Jahre im Landtag in Baden-Württemberg und war auch Arzt für die RAF, für die Rote Armee-Fraktion. Ich bin in einer wilden Zeit in Stuttgart aufgewachsen in den 70er Jahren. Und mein Vater war ein überzeugter Sozialist und ein sehr spannender, interessanter Mensch mit einer jüdischen Mama und ein Kämpfer. Wir haben sehr viele Anfragen, sehr viele Patienten wollen zu uns in Behandlung und wir können gar nicht alle nehmen und müssen einfach schauen, wo wir die ganzen Patienten hin tun, die zu uns kommen wollen. Liegt das an Mecklenburg? Nein, das ist eigentlich überall so in der Psychiatrie, dass eigentlich trotz dem Image, was immer noch nicht leider so gut ist, eigentlich die Nachfrage unglaublich hoch ist. Also es ist nicht nur in Mecklenburg, das ist genauso in Nordrhein-Westfalen, genauso in Baden-Württemberg, in Bayern, überall in Deutschland ist die Psychiatrie sehr nachgefragt. Die Güstrower Klinik verfügt über ein großes Suchtzentrum, nicht ohne Grund. Nirgendwo in Deutschland erkranken mehr Menschen an den Folgen von Alkoholmissbrauch als in Mecklenburg. Und nicht wenige Trinker landen in der Psychiatrie von Dr. Schröder. Wissen Sie, wie Ihre Betreuerin heißt? Nein. Frau Schneider. Frau Schneider. Hallo. Frau Schneider, ich habe Ihren Namen gar nicht gewusst. Nee, ich bin natürlich hier, weil ich jetzt in einem anderen Zimmer wieder bin. Und dann vermisse ich noch was aus dem. Ich hatte ja keinen Schlüssel fürs Fach da. Da vermisse ich nur noch irgendwas. Und deswegen ist auch meine Frage hier gewesen, dass ich mit Ihnen noch mal spreche, dass Sie da vielleicht noch mal aufschließen oder was?
Frau Schneider, wenn wir uns noch mal verabreden könnten, dann wäre das schön. Dann könnten wir ein bisschen über die Spätfolgen von Alkohol nachdenken. Frau Schneider? Frau Schneider? Darf ich ein paar blöde Fragen stellen? Auch? Natürlich. Ja, ja. Doch, kein Problem mit. Ja. Was haben wir heute für ein Datum? Ach du lieber Himmel, da fragen Sie mich aber jetzt. Na, ich denke mal, heute wird ein Sonntag sein, denke ich. Ne? Und da bin ich wieder da. Und welches Jahr haben wir? 52 geboren. Jetzt ist aber auch nicht Juli, sondern es ist April. April. Irritiert Sie das, dass Sie nicht wissen, was für ein Datum ist? Oder? Ja, ein bisschen, bisschen schon. Würden Sie sich als alkoholkrank bezeichnen? Nee, absolut nicht. Nee. Absolut nicht. Ich muss auch nicht haben, also es drängt mich nicht. Eine gute Fassade, das nennt man Konfabulation, das ist ja einfach so wie. Einfach irgendwas erzählt zu der Spur nach. Aber er leidet nicht, oder? Ihnen geht's nicht schlecht, oder? Er leidet nicht. Das ist auch eine Gnade. Und ein Mensch, der schwer krank ist, nicht leidet. Er ist schwer krank und leidet überhaupt nicht. Das klingt natürlich. Frau Kiezmann? Sitzt vor meinem Zimmer. Dann kommen wir mal hoch. Danke. Tschüssi. Nächster Patient. Was ist das hier für ein Haus? Ich denke mal, Kaserne, nicht? Kaserne. Ja. Also sind wir Militärs, oder? Ja, denke ich mal. Sie sind Militär und ich bin auch Militär. Na, jetzt eingezogen ist Militär, sagen wir mal so. Und im weißen Kittel ist das nicht so ganz typisch für Militär, oder? Oder was, was würden Sie sagen, was bin ich für ein Militär mit so einem weißen Kittel? Wie nennt man die Ärzte beim Militär? So ein Militärarzt bin ich, so ein Zackiger. Denke ich mal. Ja. Hätte ich gedacht. Weil das hier auch alles so militärisch abläuft. Ne? Ja, läuft hier alles militärisch ab? Oh je. Ja. Auf Kommando, oder? Ja. Sehe ich so. Ja? Ich habe ja auch mal anderthalb Jahre gedient. Alle Patienten, die für diese Dokumentation gefilmt wurden und auch deren Betreuer, gaben zuvor ihre Einwilligung zu den Dreharbeiten. Draußen auf dem Gang erkennt der Arzt den charakteristischen Storchengang seines Patienten. Eine typische Gangart alkoholkranker Menschen. Kann ich mal ganz kurz was versuchen bei Ihnen? Kommen Sie mal, können Sie mal die Augen zumachen und ein paar ganz Schritte auf mich zugehen? Noch, ja? Sehr gut. Man merkt, dass die Unsicherheit, die Gangunsicherheit nimmt zu. Durch Augenschluss, weil die Augenkontrolle fehlt. Und durch das. Nein, ich habe bloß links. Voll Sicht. Ich sag mal Tschüss, ja? Ist gut. Alles gut. Tschüss. Die Station 5 ist die sogenannte geschlossene. Schröder scherzt gern, dass sie hier alle ein wenig verrückt wären. Und wer drinnen oder draußen ist, sei nur eine Frage des Zufalls. Der Unterschied zwischen Patient und Psychiater? Der Schlüssel. Der Schlüssel. Die neue Heimat des Psychiaters ist die westmecklenburgische Stadt Güstrow. Lange Zeit Residenzstaaten norddeutscher Fürstengeschlechter. Barocker Prunk trifft hier auf Beton gewordene DDR-Tristesse. Seit der Wiedervereinigung hat Güstrow mehr als ein Viertel seiner Bevölkerung verloren. Abwanderung wegen Perspektivlosigkeit ist ein häufiger Grund. Zurück bleiben oft die Abgehängten und alte Menschen. An diesem Tag stehen für Dr. Stefan Schröder Außentermine an. Das Buch soll hier mal weg. Geht so, oder? Ja. Wir sind schon auf Sendung, ja? So. Jetzt fahren wir los nach Plau. Nach Plau am See. Und wir fahren jetzt ungefähr 40 Kilometer nach Süden. Die Entfernungen sind in Mecklenburg einfach weit. 40 Kilometer ist in Mecklenburg so wie 10 Kilometer in Nordrhein-Westfalen. Einfach ein Flächenland. Das Auto sollte eine gute Stereoanlage haben und eine gute Federung. Dann kann man es in MacPom aushalten. Das Ziel? Ein Seniorenheim des Klinikkonzerns KMG. Im Seniorenheim betreut der Psychiater demenzkranke alte Menschen.
gibt im Moment gute Millionen Demenzkranke in Deutschland und die Zahl wird bis 2050 weiter steigen, wird sich ungefähr verdoppeln, wahrscheinlich sogar noch etwas höher werden, sodass wir die nächsten Jahre sehr viel mit der Betreuung von Demenzkranken, mit der Behandlung von Demenzkranken zu tun haben. Die Demenzkranken haben oft Verhaltensauffälligkeiten, insbesondere die, die im Heim sind. Die sind oft gerade deshalb auch im Heim, weil sie Verhaltensauffälligkeiten haben. Die fachpsychiatrische Versorgung dieser Personen ist in Deutschland sehr schlecht. Es gibt sehr wenig Psychiater, die Hausbesuche in den Heimen machen. Demenzkranke Menschen leiden häufig auch unter Depressionen. Vielen wird bewusst, dass das Lebensende naht. Frühere Traumata tauchen wieder auf. Nicht selten sind es Erinnerungen an den Krieg. Dr. Schröder ist davon überzeugt, dass Menschen auch noch im Greisenalter von ihren seelischen Leiden geheilt werden können. Hier in Plau am See leben 300 Senioren im Heim der KMG. Nicht wenige von ihnen erhalten eine Chefarztbehandlung. Demenzkranke Patienten können nur schwer ihre Leiden beschreiben. Der Arzt benötigt Mithilfe. 50, 51, 52, 53. Das sind 54 Patienten, die ich hier im Heim betreue. Und ich kann die gar nicht wirklich gut betreuen, sondern bin einfach auf Informationen von den Schwestern angewiesen, dass sie mir sagen, wer jetzt gerade aktuell einfach besondere Bedürfnisse hat. Die Sprechstunde beginnt mit einer 90-jährigen Dame, die oft aus dem Heim davonläuft. Guten Morgen, Frau Reppenhagen. Kennen Sie mich? Ja. Wer bin ich? Der Doktor. Der Doktor, genau. Schröder heiße ich. Naja, am liebsten ich wäre wieder zu Hause. Zu Hause, ist schöner als im Heim. Ja. Wissen Sie, wo Sie hier sind? Was ist Wissen hier für... Sie, es ist im Heim nicht schlecht. Das will ich nicht sagen. Ich bin dankbar, dass es sowas gibt. Hm. Aber zu Hause ist zu Hause. Hm. Das ist eben so. Hm. Wie alt sind Sie? Eher 50, eher 60, eher 70, eher 80, eher 90, eher 100? Über 60. Über 60? Ja. Hm? 90 sind Sie schon. 90? Oh je. Das ist ja ein Alter, ne? Ja. Ihre linke Hand, die wackelt viel. Ja. Das geht automatisch so, ne? Ja. Mhm. Ich weiß nicht, was sie machen soll. Ja, die Hand weiß nicht, was sie machen soll. Das ist schön, weil man sieht, dass sie nicht depressiv ist. Sie ist keine Depression, sie hat eine Demenz. So mittelgradige vielleicht, mittelgradige Alzheimer-Demenz. Sie wird behandelt mit einem Medikament gegen Alzheimer. Sie hat keine Depression. Was ist der Grund, warum? Sie wirkt jetzt erstmal relativ gut ja, auf mich. Im Moment jetzt, ja. Medikamente, die kriegt, ne? Und am Nachmittag ist es sehr, sehr unruhig. Sehr unruhig. Wir haben schon mal von draußen wieder zurückholen müssen, weil sie uns weg, weil sie nach Hause wollte. Frau Reppenhagen war bei Kriegsende 18 Jahre alt und auf der Flucht vor der Roten Armee. Die Russen besiegten in Mecklenburg die Reste der Wehrmacht und kamen erst kurz vor Lübeck zum Stehen. Ihnen wurden zu DDR-Zeiten unzählige Denkmäler gesetzt. Über sowjetische Verbrechen an der deutschen Zivilbevölkerung durfte man nicht sprechen. Und sie sind bis heute ein schwieriges Thema. Die Russen waren erstmal die Lieben, die russischen Panzer auf den Dorfplätzen als Symbol der Befreiung vom Faschismus. Und es war tabuisiert, was von russischen Soldaten der deutschen Zivilbevölkerung angetan wurde, sodass diese Frauen, die 1945 vergewaltigt worden sind und denen also die Schrecklichstes erleben mussten, Kinder auch. Die Frauen, die jetzt so ungefähr 90 Jahre alt sind, sind verwitwet in aller Regel und spüren auch den eigenen Tod herannahen. Und es kommt bei vielen alten und uralten Frauen kommt wieder hoch, was sie verdrängt haben, was sie 70 Jahre verdrängt haben. Und es ist erschütternd, was dann hochkommt. Und wie sehr ihr Leben auch geprägt war von diesen Erlebnissen, die sie nie besprochen haben.
In der Klinik in Güstrow wartet der nächste Patient. Auch sein Leben ist vom Krieg geprägt. Von einem Krieg, der noch immer nicht beendet ist. Die Bundeswehr schickte Jens insgesamt 6-mal in den Auslandseinsatz an den Hindukusch. Ich habe gerade mal gesehen, wir kennen uns jetzt 1 Jahr. Ja. Ja. Und Sie sind zu mir gekommen durch Ihre Ehefrau. Die Ehefrau hat gesagt, mein Mann ist zurück aus Afghanistan. Und der hat wahrscheinlich viel mehr erlebt, als er mir erzählt. Der redet gar nicht mehr. Also habe ich so eine Erinnerung. Er redet gar nicht mehr so viel. Er ist viel zurückgezogener. Und ich glaube, der hat irgendwie einen Knacks weg von den ganzen Jahren, die er in Afghanistan verbracht hat. Können Sie nicht mal gucken, was dem fehlt? Also das war eigentlich die Ehefrau, die den Impuls gegeben hat. Ist ja auch gemerkt. Also ich wurde aggressiv gegenüber anderen Leuten. Also ich habe mir auf die Zunge gebissen bei banalen Sachen, so nach dem Motto, jetzt bleib mal ganz ruhig. Und das ist ganz eigenartiges Gefühl. Das ist so ein Gefühl, dass man eine Gänsehaut kriegt und Adrenalin wird hochgepumpt. Das ist ein ganz eigenartiges Gefühl, ist das. Ne, und auch Jens veränderte sich. Mit dem Alltag in Deutschland kam er immer weniger zurecht. Oft reagiert er gereizt. Angst, oder? Angst, oder? Ich will das nicht als Angst bezeichnen. Das ist keine Angst. Das ist nur ein richtiger Stoß kommt da richtig hoch. Sie haben die klassischen Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung sowohl nach der Weltgesundheitsorganisation als auch nach dem amerikanischen. Aber ich sag mal so, ich versuche es immer ein bisschen zu. Also wenn ich so etwas habe, dass ich dann wirklich damit mit Jeanette drüber rede. Mhm. Vielleicht können wir es heute so stehen lassen für heute, oder? Wir sehen uns noch mal. Wir haben ja noch ein zweites Gespräch in 3 Wochen. Super. Danke, dass Sie hier waren. Alles gut. Und heute einen schönen Gruß zu Hause. Machen Sie es gut. Ja, gehen Sie. Tschüss. Ja, geht gleich weiter am Fließband. Wir haben ja vorhin schon gesprochen. Oh. Also, komm, machen wir noch. Komm, Kamera läuft. Die Gespräche mit dem Psychiater sind wichtig. Fast noch wichtiger sind jedoch Antidepressiva, die Jens verschrieben bekommt. Der ehemalige Bundeswehrsoldat will die Bilder von Tod und Elend in Afghanistan aus dem Kopf kriegen, wieder ruhig schlafen können. Dafür benötigt er die Medikamente. Güstrows berühmtester Sohn war der Bildhauer Ernst Barlach. Auch Barlach litt an Depressionen. Er lebte von 1910 bis 1938 in der Stadt und schuf hier sein Hauptwerk. Im Dom zu bewundern, der Schwebende, ein Mahnmal für die Toten des Ersten Weltkrieges. Ein anderes Werk Barlachs ist im Foyer der Klinik ausgestellt. Barlach, guck mal, Barlach ist gut. Die sitzende Alte hier. Von Ernst Barlach, 1933, in schwerer Zeit, war er dann entartet. Ein entarteter Künstler, ein Originalkunstwerk. Hier siehst du auch die Signatur. Guck mal hier, E. Barlach 1933. Das ist ein Originalkunstwerk, was wir hier in der Klinik haben. Die guckt auch nicht glücklich. Sie ahnt schon ein bisschen den Faschismus. Er hat sich interessiert für den Ausdruck. Er hat versucht, wie auch bei dieser Frau, den Ausdruck, den emotionalen Ausdruck in greifbar zu machen. Und das hat, glaube ich nicht, dass er in psychiatrischen Kategorien überhaupt gedacht hat. Er war depressionsgeneigt, nach allem, was man so weiß, aber nicht in psychiatrischer Behandlung. Ich finde, bei Künstlern sind die psychiatrischen Begrifflichkeiten deplatziert. Kunst erschließt sich nicht der Psychiatrie. So wie Kunst und Künstler nicht in psychiatrischen Kategorien bewertet werden können, so schwer sei es grundsätzlich, psychische Störungen als Krankheiten im medizinischen Sinne zu verstehen, meint der Experte. Danke, Frau Kietzmann. Tschüss. Tschüss. Wenn wir zum Beispiel die neueste Auflage der Diagnosenliste der Weltgesundheitsorganisation betrachten, dann sieht man, dass viele Krankheiten neu erfunden worden sind. Und andere Krankheiten sind als nicht mehr existent erklärt worden. ICD-11 hat andere Krankheiten als ICD-10 im Katalog. ICD-9 hatte zum Beispiel noch Homosexualität als Krankheit. Für meine Mutter als psychoanalytische Psychotherapeutin und für die ganze Generation nach dem Zweiten Weltkrieg war Homosexualität eine Krankheit, die behandelt gehört. Und der Behandlungserfolg ist, dass der Patient heterosexuell ist. Und das ist wissenschaftliche Lehrmeinung gewesen.
Jetzt ist Homosexualität keine Krankheit mehr, sondern Homosexualität ist normal. Und am Beispiel der Homosexualität kann man gut sehen, wie willkürlich der Begriff Krankheit gefasst ist. Seine sexuelle Neigung und die Angst, damit nicht umgehen zu können, brachte den nächsten Patienten dazu, sich selbst in die Psychiatrie einzuliefern. Der Patient ist pädophil. Er will nicht erkannt werden. Und ihr von hinten, oder? Ist besser. Ja. Bitte, nehmen Sie doch Platz. In seinem Heimatort würde man ihn lynchen, meint er. Ja, es ist so schwer, darüber zu reden. Ja, das ist so ein Thema, was eigentlich ein absolutes Tabuthema, kann man sagen, in der Gesellschaft. Ja, vielleicht das Tabuthema in der Gesellschaft. Wollen Sie es vielleicht selber noch mal kurz sagen, was ist das Problem? Ihnen stehen die Tränen auch in den Augen. Ja, das kann ich, ja. Sie sind ganz nah am Weinen auch. Gott sei Dank leben wir in Deutschland und nicht in den USA. In den USA würde dieses Gespräch gar nicht stattfinden. Und wenn es stattfinden würde, dann müsste ich Sie gleich anzeigen. Weil die Schweigepflicht in den USA nicht bei Pädophilie gilt. Und ich bin froh, Sie haben keine Straftat begangen. Sie haben vor, auch weiterhin einfach Straftaten zu verhindern, zu vermeiden. Das heißt, ich bin mit Ihnen in einem Boot. Dr. Schröder möchte den Patienten dazu bringen, seine Neigung zu akzeptieren. Alles andere wäre selbstzerstörerisch. Gleichzeitig rät er zu einer pharmazeutischen Behandlung, zur chemischen Kastration. Einige Kilometer von der Güstrower Klinik entfernt. Hier wohnen Jens, der Afghanistan-Veteran, und Ehefrau Jeanette. 6-mal war Jens am Hindukusch. Jetzt leidet er an einer posttraumatischen Belastungsstörung, bekommt die Kriegsbilder nicht mehr aus dem Kopf. Bilder wie diese. Ein Selbstmordanschlag auf eine NATO-Einrichtung in Afghanistan. Genau so etwas kann da ständig passieren. Egal, ob man unterwegs ist, wenn man nur nach Hause fährt zum Flughafen. Auch nur, wenn man nach Hause fährt zum Flughafen, ist diese Warnung, beziehungsweise ist diese Möglichkeit da, dass man halt von einem Suicide-Bomber, wie wir ihn nennen, immer erwischt wird. Was haben wir erlebt auch? Ich glaube, das war über Weihnachten. Über Weihnachten. Wir haben gerade telefoniert. Es war Heiligabend, saßen gerade am Baum und haben zusammen telefoniert. Meine, du hast auch Lautsprecher gehabt sogar, ne? Genau. Ich weiß gar nicht, wie alt war Leonie da, 4 oder 5. Und haben gerade praktisch mit Telefon zusammen Bescherung gemacht. Meine Mutter war auch noch hier, damit ich nicht alleine bin. Und dann war die Leitung auf einmal tot. In diesem Moment ist ein Raketenangriff passiert in Kundus. Das heißt, da kam halt diese berühmte Durchsprache, Rocket Attack, ne? All Personnel Shelter EWG. Und dann werden ja auch Mini-Mines ausgelöst, das heißt, alle sämtliche Kommunikationsverbindungen nach außen werden abgebrochen. So, und wenn denn sowas passiert, wenn man gerade telefoniert, ist das natürlich erstmal ein versautes Weihnachten für die daheim. Ja, das hat sie emotional, also schwer mitgenommen. Ich sag mal so, ich bin dann nach Hause gekommen, durchs Fenster geguckt und da habe ich meine Frau nicht wiedererkannt. Meine Tochter auch nicht. Und meine Frau hatte da locker, was war das? Ich habe nur noch 47 Kilo. 47 Kilo noch gewogen. Also sie war total ausgelaugt. So, und meine Tochter war dann auch natürlich. Das nimmt sie heute immer noch mit, ja? Ja. Ja, natürlich. Und ich sag mal so, wir sind ja gerade dabei, das aufzuarbeiten, beim Herrn Dr. Schröder. Sie hat das sehr gut aufgearbeitet, muss ich so sagen. Sie lässt jetzt wieder Gefühle zu, sie lässt Emotionen zu. Ich war 3 Monate in der Tagesklinik, ja, hier in Güstrow. Das tat mir ganz richtig gut. Also die Therapeuten sind sehr gut. Ist es einfach diese Einsamkeit oder ist es die Das Angst? Ist die Angst. Dass an der Haustür geklingelt wird. Und 2 Beamte davor stehen und mir sagen, dass mein Mann nicht mehr nach Hause kommt. Wir sind jetzt auch auf dem Punkt auch gewesen, dass ich den mich jetzt auch begutachten lassen habe. Und ich dann auch alle
Punkte einer posttraumatischen Belastungsstörung erfülle und dementsprechend ich dann auch in Behandlung gegangen bin. Nachdem Jens bei der Bundeswehr gekündigt hatte, machte er sich als Zimmermann selbstständig. Ja, das habe ich mir dann danach alles angenommen. Und das ist so ein kleiner Ausgleich. Wie gesagt, das mache ich jetzt hauptberuflich, Saunen bauen und Möbel aus Naturstamm. Und ja. Und alles nur Handarbeit. Das heißt, ohne Kräne, ohne Maschinen, nur mit Kettensäge, Spachtel, Äxten. Ja, das baue ich denn jetzt. Und das ist ein schöner Ausgleich, das macht Spaß. Und vor allem, man schafft was Produktives. Zum Alltag in der Klinik gehören für den Chefarzt auch Meetings und Weiterbildungen. Manchmal geht es um scheinbar banale Dinge. Geld zum Beispiel. Ja, ist, ja, liegt vor. Ganz kurz mal, kann ich mal ganz kurz, danke, Frau Holz, bleiben Sie in der Nähe. Ich mache gerade mal laut. Du, Silke, der Herr Handwerker von der Münchner hört dich jetzt. Könntest du mal kurz die KV-Nummer durchgeben von der Pia? Geht das, oder? Ja. Danke, tschüss. Tschüss. Vielen Dank, Frau Holz. Tschüss, viel Spaß noch. Eine Krankenversicherung weigert sich hier, die Chefarztbehandlung zu bezahlen, obwohl diese ursprünglich genehmigt wurde. Nee, könnten Sie an die KV-Nummer der Münchner schicken, obwohl das schon etwas absurd ist? Der Mann mit 5 Telefonen. Jetzt gerade habe ich 4 Telefone. Es gibt keine Probleme, nur Lösungen. John Lennon. Aber ich habe Batzenbrock gefragt, ob John Lennon recht hat. Dann hat er gesagt, nee, es gibt nur Probleme und keine Lösungen. Aber es ist so ein bisschen eine Lebenseinstellung. Gibt es nur Lösungen und keine Probleme oder gibt es nur Probleme und keine Lösungen? Und das Leben sieht halt ein bisschen anders aus, wenn alles Probleme sind oder wenn alles Lösungen sind. Auf einer Station der Psychiatrie wartet derweil eine Richterin auf den Arzt. Wir gehen jetzt zusammen auf die F6, auf die Gerontopsychiatrie. Da soll heute eine Patientin aufgenommen werden, die Mitte 40 ist, aus einem Ort hier in der Nähe. Und sie möchte nicht da bleiben. Die Patientin möchte nicht in der Klinik bleiben. Und jetzt ist eine Richterin auf der Station schon, weil jetzt entschieden werden soll, ob die Patientin eventuell sogar gegen ihren Willen behandelt werden soll. Was eine schwierige Sache ist, eine schwierige Entscheidung. Die Patientin ist eigentlich zu jung für die Gerontopsychiatrie, erst ab 60. Aber die Frage, die differenzialdiagnostische Frage, ist, ob sie eine frontotemporale Demenz hat, eine FTD, frontotemporale Demenz. Und da ist in der Gerontopsychiatrie eine höhere Expertise bei Demenz-Differentialdiagnostik als für in anderen Abteilungen. Im Lichtblick, oder? Alles klar. Der Fall ist kompliziert. Es geht um die Abwägung Freiheit oder Gesundheit. Die Anhörung mit Richterin, Rechtsanwälten und Ärzten darf nicht gefilmt werden. Nach 30 Minuten die Entscheidung. Das Gerichtsverfahren ist jetzt abgeschlossen. Es ist entschieden worden, dass die Patientin eine gesetzliche Betreuung bekommt auch und dass jetzt Diagnostik gemacht wird. Und jetzt gehen wir in die Kernspintomographie. In der Kernspintomographie soll ausgeschlossen werden, dass sie eine frontotemporale Demenz hat. Wir hatten da vorhin schon kurz drüber gesprochen, das ist eine Ausschlussdiagnostik. Und jetzt gehen wir mal gerade in die Röntgenabteilung. Zufällig trifft der Psychiater seine Patientin Petra, die er wegen Depressionen und einem Missbrauchstrauma behandelt. Kommen Sie doch mit. Sehr schön, danke. Haben Sie sich erstmählich eigentlich geöffnet, als wir gesprochen hatten? Das war zum ersten Mal, dass sie das erzählt hat. Weil auf der Station wussten die das gar nicht von diesen schlimmen Vorfällen aus der Kindheit. Gell? Wie das Eis war gebrochen. Schön, danke, dass Sie hier sind, dass Sie das bearbeiten. Ja. Okay, alles Gute weiterhin, gell? Danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist MRT, das heißt Magnetic Resonance Tomography. Magnetresonanztomographie und ist Kernspintomographie. Das ist die Frau. Hallo. Patientin, ich möchte den Namen jetzt nicht sagen, aus Schweigepflichtgründen, ist gerade in der Untersuchung, in der Röhre sozusagen, sagen wir immer so ein bisschen salopp. Ist, glaube ich, ziemlich laut in der Röhre, oder? Genau. Und es sind aber jetzt eigentlich, wir wollen ja eine frontotemporale Demenz ausschließen und ich kann jetzt keine frontotemporale Degeneration erkennen. Also da sieht man auf dem Bild vielleicht gerade für den, Entschuldigung, hier sieht man den Frontallappen und hier kann ich keine Verschmächtigung, keine
Schrumpelung, keine Atrophie erkennen. Also der Frontallappen sieht für mich schön. Ist das jetzt von heute, oder? Von gerade eben, oder? Eben gerade. Was ist dann die Ursache für die frühe Demenz? Ja, es ist vielleicht nicht eine Demenz sozusagen im neurologischen Sinne, sondern eine kognitive Beeinträchtigung im Rahmen einer schweren Depression. Die Patientin hat eine schwere Depression mit Schuldwahn. Sie hat mal was geklaut vor 3 Jahren und das müsste längst, eigentlich müsste sich das vergeben haben und sie fängt andauernd von diesem Klauen an. Das ist das einzige Thema ist dieser Diebstahl eines Geldbeutels von ihrer Chefin. Den hat sie zurückgegeben, alles, aber es geht, ihr ganzes Denken geht nur um diesen Geldbeutel und diese Schuld. Das nennen wir eine Depression mit psychotischen Merkmalen. Also eine Depression, in der eben auch solche gedanklichen Verirrungen eine große Rolle spielen. Sie ist 46 Jahre alt, ist eine seltene Sache, aber es gibt Menschen, die dann auch im mittleren Erwachsenenalter auch geistig beeinträchtigt sind im Rahmen von schweren Depressionen. Können wir uns ganz kurz mal unterhalten auch noch, oder? Weil Sie werden jetzt gleich entlassen. Das Bild war völlig in Ordnung. Sie haben ist überhaupt kein Hinweis darauf, dass da am Gehirn irgendwas verändert ist. Hallo Grit, die Patientin kommt jetzt zurück vom Kernspin. Ja, die wird um 19 Uhr von ihrem Partner abgeholt. Nach Feierabend warten seine Tochter und der Sohn auf ihren Vater. Schröder hat insgesamt 5 Kinder und 2 Enkel. Am Wochenende wird er zu einem Kongress nach Kalifornien reisen. Aus der ostdeutschen Provinz an die amerikanische Westküste. Der Gedanke belustigt den Seelendoktor. Der Provinzirrenarzt fliegt vom Provinzflughafen in die große Welt. Jetzt kommen wir gleich hier auf den Flughafen zu. Es ist süß, es ist wirklich süß. Auf dem Kongress in Amerika wird es um seelische Krankheiten gehen und um zwischenmenschliche Beziehungen, die krank machen können. Es ist sein Referatsthema. Nicht der Einzelne ist gestört, sondern seine Beziehungen zu anderen Menschen. Schröder nennt es treffend Beziehungsmedizin.